Hey und ho und so, hier ist wieder der Fürst von Wiesenfels, alias Vorbudler, auf dem Server von minenarbeit.de in Neu-Wiesenfels und zwar im VIP-Bereich. Ja, das zeige ich euch das. Hier haben wir in der letzten Folge sind wir da mal lang marschiert und hier ist der VIP-Bereich, kein Zugang. Hier haben wir noch so ein paar Hebel angebracht, damit ich wenigstens da rein und rauskomme, denn ich habe vor, hier enorm was umzubauen. Ihr seht das hier, das ist ja ein ganz neuer Eingangsbereich. Ich habe jetzt überhaupt keinen Plan, ob ich euch das schon mal in der alten Version in irgendeinem Video gezeigt habe. Ich mache inzwischen so viele Serien, dass man da schon manchmal etwas durcheinander kommt und nicht mehr weiß, wo man denn nochmal irgendwie ja, seinen Kopf hat. Aber ihr seht, ich möchte hier so ein bisschen, ne, soll so ein bisschen edler werden. Ach, vielleicht werde ich hier vielleicht auch nochmal mit Sandstein irgendwas machen. Hier, das könnte ich ja direkt mal. Moment, ich mache das mal eben so. Das ist immer sehr komfortabel auf so einem Server. Obwohl ich die Sachen jetzt nicht aufheben kann, denn ich habe mich jetzt hier unsichtbar gemacht, damit ich, während ich jetzt hier drehe, ein bisschen Ruhe habe und nicht immer angesprochen werde von den Leuten. Das ist einfach so, sonst nervt es doch ein bisschen zu sehr. Die armen Leute, die wissen es natürlich auch nicht, wenn ich gerade drehe. Die können ja nichts für, wenn sie mich dann ansprechen. Ne? Deswegen muss ich da. Und dann sind sie sauer, weil sie keine Antwort kriegen oder was. Ne? Und deswegen versuche ich das immer so ein bisschen unsichtbar hier zu machen. Ja, ich würde mal sagen. Dann hatte ich vor, diesen Bereich hier, der sollte ein bisschen da. Die Mauer sollte weg. Die Mauer muss weg! Ne? Und zwar soll die hier ein bisschen weiter ausgebaut werden. Ich habe hier noch ein bisschen Platz. Eins, zwei, drei. Ja, gut, drei nach hinten, vier sogar. Ne, also da könnte ich schon mal noch ein bisschen Platz gewinnen, damit das hier so ein bisschen geräumiger wird. Dann kann man da vielleicht noch so ein ja, so was weiß ich, irgendwie so einen Bogengang, keine Ahnung, irgendwie hinbauen. Ich hau da nur mal jetzt ein bisschen schon mal was weg, damit man so erkennt, was es mal werden soll, so hoch. Ja, okay. Na, ich liebe ja diese Super Pickaxe, das muss ich ja sagen. Also, na, das ist eine klasse Sache. Okay, dann wird das hier so erweitert. Ah, das ist jetzt natürlich für nachts nicht so schön. Dann kommen hier die Monster rein, deswegen muss ich da ein bisschen aufpassen. Ja, das mache ich dann unheimlich gerne. Ja, ich habe noch die Super Pickaxe in der Hand und mach da mal eben mit einer Tür auf. Ne? Das hat dann zur Folge, dass dann mal da die längste Zeit eine Tür war. Ne? Das ist mir jetzt gerade mit dem Hebel passiert. Was mir aufgefallen ist hier, ja, gut, diese Treppe. Da bin ich noch immer so mal ein bisschen am Rumwurschteln. Mal mache ich sie mal so, mal so. Ich fand das schön, halt hier diese Wiesenfelswappen in die Wand einzubauen. Aber das stört mich jetzt, dass das hier so rausguckt. Ja, deswegen habe ich gedacht, ich baue da jetzt mal hier mal ganz plump erstmal hier noch so ein bisschen so einen kolossalen Block davor. Machen wir das mal hier mit Koppelstein. Aber das finde ich nicht schlecht, aber vielleicht diese Ecke auch noch ein bisschen begradigen alles, ja. Das war vorher eine indirekte Beleuchtung. Hier stand eine Wand vor mit so ein bisschen Glas. Dann leuchtet die Lava so ein bisschen da raus. Das musste ich jetzt wegbrechen. Mal gucken, was ich mit der Lava noch mache. Ne? Ob ich da jemanden mal reinschubse oder so. Ne? Mal sehen. Ja, hier die Ecke, die könnte man, müsste man da. Also eben das Wappen ist mir gerade irgendwie gefühlsmäßig etwas wichtiger als hier, das wie heißt es, da hier diese Treppe. Aber mal gucken, wie das so ein bisschen aussieht. Jetzt habe ich natürlich das Problem, wie ihr wisst, ich bin ja nicht so ein Symmetriker, ne? Aber, oh ja, doch, das gefällt mir aber jetzt gut mit der Wand. Das sieht eigentlich gut aus, die Treppe. Wenn wir das jetzt hier auch noch vielleicht so. Also immer, wenn es ein bisschen planmäßiger wird und ein bisschen, ja, so gerader und so einfacher fürs Auge so aussehen soll, dann habe ich immer so ein bisschen, da muss ich mehr nachdenken, als wenn ich einfach mal so aufs Blaue hinein so loslege. Das gefällt mir jetzt gut. Die sieht jetzt so aus, als würde sie hier so ein bisschen runterlaufen. Das finde ich gut. Und man kann sie auch sehr bequem laufen. Das ist natürlich
Wichtig, also auch wie im wahren Leben, ne, Treppen sollten immer gut funktionieren, wenn ich da hängen bleibt dauernd irgendwie, weil hier noch irgendwie ein Block drüber ragt oder sowas, das nervt mich dann, ne? Und das nervt natürlich auch andere Spieler und denen sagen da, zu Neuwiesenfels gehe ich nicht, ne? Da wohnt dieser Doofe, ne? Der uns immer ermordet heimlich. Nein, Quatsch, sowas tue ich ja nicht. Ah, so, sowas tue ich ja nicht. Nur im Notfall. Ne? Zum Beispiel, wenn hier Leute die Schilder nicht beachten und per Bug-Using sich den Weg in meinen VIP-Bereich ergaunern, ja, dann werde ich sauer, dann kennt ihr mich nicht wieder. Dann habe ich auch als Spieler und als hier Fürst von Wiesenfels das Recht, euch einfach zu töten, ne? Und eure Sachen einzukassieren. Also eure Spielfigur, das muss ich dazu immer sagen, wenn jetzt hier so Leute zugucken, die sich nicht so auskennen mit Computerspielen und direkt schreien: Killerspiele! Killerspiele! Na, da muss ich mal sagen: Halt, stopp, ganz locker, ne? Weil. Hier geht es nur spielerisch darum, jemandem mal eine Lektion zu erteilen, und zum Spawnpoint zurückzubefördern. Ne? Okay, ja, hier ist so ein, jetzt so, hier kommen wir so hoch, ja, da gehen wir da so rein. Hier ist dann praktisch schon, das soll alles noch überdacht werden. Hier, dieses Gebäude soll hier anschließen. Ja, da oben war hier mein, das ist mein ehemaliger, ja, mein Palas gewesen oder meine Kemenate. Ja, genau, das war eine Kemenate. Hier stand mein Bett. Ja, hier war die Wand. Das habe ich extra noch so gelassen hier, damit ich immer so ein bisschen Orientierung habe. Das hilft mir ja bei der Visionenfindung, ne? Und möchte das jetzt hier ausbauen zu einem richtigen Palas hier oben, so ein hier ein oberer Saal, der hier so hin kann. Ne? Und unten dann habe ich ein bisschen mit Glasboden gearbeitet, damit es nicht ganz so erdrückend wird. Vielleicht könnte ich ja schon mal hier so Fenster einziehen. Das habe ich nämlich vor. Das sieht dann auch schön aus. Hab ich welche da? Nein, dann guckt mal eben weg. Ja, und dann habe ich mir mal eben Glas gemacht. Das ging ganz schnell, ne? Und werde ich das mal eben einbauen. Da sieht man auch schon mal wieder ein bisschen mehr, wie es dann hinterher vielleicht aussieht. So. Achso, aufheben kann ich im Moment nichts. Das ist klar. Ich kann das jetzt auch ganz offen sagen, ne? Wir Admins und Moderatoren, wir können uns unsichtbar machen. Ich mache das natürlich, wie ich erklärt habe hier, damit ich so ein bisschen in Ruhe so eine Folge drehen kann. Und ab und zu müssen wir das schon mal machen, leider, 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 ne? Um mal irgendwo einzuschreiten, verdächtige Personen zu beobachten und solche Sachen. Jeder, der sich ja schon mal auf so einem Multiplayer-Server sich bewegt hat, der weiß, dass das nötig ist und auch ganz normal. Ist auch kein Geheimnis, dass Administratoren das können. Ne? Also da brauchen wir gar nicht so lange denken. Als wäre das nun was Besonderes. So, jetzt sieht man die Wand da so. Ja, gut. Weiß ich jetzt nicht. Könnte man die, wenn ich jetzt hier, ich sehe das so gerade spontan. Was machen wir denn da? Mache ich doch mal eben hier so nur provisorisch. Achso, da hängt eine Fackel, deswegen. Ich wundere mich gerade, warum ich da den Stein nicht hinhängen kann. Wenn ich das jetzt so habe, dann haben wir den Raum so ein bisschen größer. Ach ja, das sieht doch gut aus so. Aber wie sieht das jetzt von unten aus? Ja, jetzt wird es auch noch gerade dunkel. Wie sieht's? Ach, das ist auch gut. Das ist auch gut. Ja, doch, dieser Block hier, diese Reihe, die sollte ich vielleicht auch austauschen in Cobblestone. Ich habe Cobblestone gesagt. Ui. Ja. Das wollen wir ja nicht einreißen lassen, hier solche fremdartigen Wörter zu benutzen, ne? Was Koppelstein ist, soll auch Koppelstein bleiben. Ja, das ist jetzt. Ah, gut, das sind jetzt so optische Kleinigkeiten. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Mir geht es jetzt hauptsächlich darum, einfach mal hier so ein wenig zu sehen, ob es überhaupt funktioniert, ob es gut aussieht hinterher. Ja, hier die Wand, die müsste dann auch noch weg. Ja, dann müsste ich die Wand, die wird dann erweitert. Ja, gut. Mit dem Wasser, das war im Prinzip auch noch nicht so richtig definitiv. Ne? Da gucke ich immer. Ich fange immer mal an, dann schaue ich mir das ein paar Tage an. Deswegen habe ich ja noch alles abgesperrt, damit hier nicht so viele neugierige Blicke schon sind und die denken dann hinterher, es wäre schon fertig. Ja, hier oben habe ich meine Kerkeranlagen unter den Klappen. Ne? Wir können mal hier reingehen. Ups.
Manchmal ist es ja notwendig, ich habe ja immer Probleme, durch die Tür zu kommen. Ich weiß nicht, ob ich hier ein bisschen fetter geworden bin, ne? Wir haben immer ein bisschen Probleme, so ab und zu müssen wir mal natürlich auch mal Leute ein bisschen ins Loch stecken. Das ist bei mir tatsächlich hier nach alter Burgmanier ein Loch. Ist die Futterluke, da seht ihr, da drin ist es dunkel und kalt und einsam. Also, ne? Seid vorsichtig, tut nichts Böses, dann kommt ihr da auch nicht rein. Aber ich habe dann auch zwei Ausgänge. Entweder ich lasse euch wirklich dann frei nach einer gewissen Zeit oder ihr dürft euch bewähren, ne, und den Pfad der Läuterung beschreiten, der euch aber höchstwahrscheinlich dann das Leben kosten wird. Und dadurch seid ihr natürlich nicht geläutert. Ihr seid nur geläutert, also eure Schuld wird euch erlassen, wenn ihr den Pfad hinbekommt. Das ist so ein Fallen- und Rätselpfad, ne, mit wirklich lebensgefährlichen Dingen, die da passieren können. Ja, müssen wir halt sehen. Aber ich habe es bisher, ich weiß auch gar nicht, ob das so funktioniert. Ich versuche ja auch immer, dass das so ein bisschen spielerisch dann gemacht wird. Aber leider ist das im Moment noch nicht so richtig möglich. Oft brauchen meistens die Gefängnisse doch, um echte Strafen gegen ja, Trolle irgendwie auszusprechen. So, schaue ich mich noch ein bisschen um hier. Der Bereich, ja, diese Säulen, richtig. Diese Säulen hier auf der einen Seite, hier immer eben ein bisschen weiter weggehen, so. Hier diese beiden Säulen wollte ich eben auf dieser Seite auch machen, damit die wirken, wollte ich hier so ein bisschen verbreitern. Also das war die Ursprungsidee, jetzt fällt es mir auch wieder ein. Ich wusste nur noch, dass ich hier breiter machen wollte, wie ihr gemerkt habt, aber ich wusste gar nicht mehr so richtig warum, aber jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Da sollen diese Säulen hin. So, ist gerade irgendwie ein wenig langsam hier das Gerät. Ne? Aber das macht ja nichts. Wir gewinnen ja schon genug Zeit hier durch den Einsatz unserer Super Pickaxe. So, die kann alles weghauen, diese Axt, ne? Die. Egal welches Material. Man braucht nur einen Schlag, ne? Jo, dem sag ich jetzt mal nicht Tschüss, dann wüssten die alle, dass ich wieder da bin und, ne? Ist ja nicht so. Okay, schauen wir mal. Also hier gegenüber, denke ich mal direkt. Ja. Da an dieser Reihe. Wie sieht das da hinten aus? Moment. Ja, das wäre diese Reihe hier. Jetzt habe ich nicht mal genug Schönstein dabei. Setze ich mal eben einen Block dahin. Zur Orientierung. Und da guckt ihr noch kurz weg. So, und das tue ich ja immer extra, dass ihr weggucken sollt. Ne? Für die Leute, die sich immer noch über. Die immer noch über Cheats und sowas diskutieren in Minecraft. Meiner Meinung nach eine völlig überflüssige Diskussion. Erstmal cheatet sowieso jeder, könnt ihr mir nichts erzählen. Außerdem ist das völlig legitim. Demnächst mit dem Adventure-Update soll ja sogar wieder der komplette Creative-Mode eingeführt werden. Das heißt, ihr könnt dann wirklich in einen Kreativmodus, also in einen super Sandkasten rumschalten, wo ihr unbegrenzt alle Materialien zur Verfügung habt und Farming und Crafting völlig entfällt. Das soll komplett integriert werden ins Spiel. Und da seht ihr einfach mal, wie dumm es ist, über sowas wie Cheating irgendwie bei Minecraft jetzt nachzudenken. Bei anderen Spielen macht das schon noch Sinn, aber bei Minecraft, das ist so ein Bauspiel. Und wenn man hier solche Riesengebäude zum Beispiel bauen will und so, ne, das kannst du gar nicht erfarmen, ne? Also das ist völlig ganz normale Sache und das wird auch demnächst offiziell ins Spiel eingebaut. Da soll ein graues Wollstück hin, wie auf der anderen Seite. Und dann hier der Klotz. Also da auch noch. Ja, und bevor ich mich jetzt hier so versehe, ist auch die Zeit für so eine Folge wieder abgelaufen. Ich weiß überhaupt nicht, warum das immer so schnell geht. Da passt sogar noch eine Säule hin hier auf diese Seite. Das ist gut. Oh, aber nicht da, bitte. Nicht da, nein. Ja, und ich würde sagen, ich baue hier mal ein bisschen weiter und halte euch natürlich auf dem Laufenden, ne? Könnt auch selber mal gucken kommen auf dem Server, ne? Ihr wisst ja inzwischen, wie ihr den erreichen könnt. Wenn ihr es nicht wisst, dann macht euch bitte schlau. Es steht überall. Und dann wünsche ich euch mal noch alles Gute. Bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns ja auf jeden Fall wieder. Und ja, bis dann. Ciao.